Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Sehr schön. Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbahnen schmelzen. Diese Bahnen können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserungen genutzt werden. Wenn du ein paar Kupferbahnen geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Mach's gut, mein Lieber. So. Stelle einen Schmelzofen her. Das ist erstmal ganz wichtig. So, den können wir ja verkaufen, den Meerrettich, weil der Auftrag ist erledigt. So, wir müssen aber auf jeden Fall erstmal komplett unser Feld hier gießen. So. Dann müssen wir den Brief lesen und dann würde ich heute gerne zur Abenteuergilde gehen. So. Und schwuppdiwupp ist die Gießkanne auch schon wieder leer. Meine Miets haben wir gestreichelt, das ist sehr gut. So, die Bohnen hier. Vielleicht müsste ich mir ja auch halt ein paar Wege hinmachen. So, das ist gegossen, das ist gegossen. Hier oben, das müssen wir auch noch gießen. So, sehr schön. Dann kann die zurück. Dann werde ich auf jeden Fall die Geonen mitnehmen. Das spenden und das war's, glaube ich. Jetzt lesen wir erstmal den Brief. Meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im alten Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen bezüglich des Rattenproblems. Mr. Rasmodius Zauberer. Oh, sehr schön, wir können auch zum Zauberer gehen. Wunderbar, und wir sollen aber auf jeden Fall eine Vogelscheuße herstellen. Eine Kohle, 20 Fasern, 50 Holz. Warte mal, ich muss erstmal das nochmal wegpacken. Eine Kohle. Holz. Warte mal, das sollte doch eigentlich jetzt klappen. So. Jetzt kann man auf jeden Fall die Vogelscheuche hier. Oh, die nimmt ganz schön viel ein. So, die packen wir dahin. Dann haben wir nämlich die Aufgabe abgeschlossen. Trifft den Zauberer im Turm, erkunde die Mine und wir haben ein Rezept für einen Schmelzofen bekommen. Da brauche ich aber Kupfererz, 20 Stück und die habe ich noch nicht. Gut. Das heißt, das kommt zurück, das nehme ich jetzt mit, das nehme ich auch mit. Ich habe gerade mal 8 Kupfererz. Brauche ich noch ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Schmied. An dem Moment, meine Steine brauche ich natürlich nicht. Wir könnten uns vielleicht sogar den größeren Rucksack kaufen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wir haben ja 1000 Gold eigentlich. Dann können wir auf jeden Fall mehr in der Mine mitnehmen an Sachen. Ich denke mal, das werde ich machen. Hat ja nicht nur 1000 Gold gekostet, der Rucksack? Ich hätte gern eine Flunder, Sebastian. Da müsste ich ja angeln. Ist verschlossen. Ach, der öffnet erst um 9. Okay. Gut. Na, Alex? Meine Arme schmerzen wirklich. Aber das bedeutet für mich nur, dass ich Fortschritte mache. Ich habe gestern wohl locker 1000 Liegestütze geschafft. Das ist sehr gut. So, jetzt komm. Mach mal auf hier. Es macht alles erst um 9 auf. Okay, gut. Dann müssen wir noch ganz kurz warten, bis es um 9 ist. Avi kommt und hier können wir auch rein. So, jetzt schaue ich mal, was der Rucksack kostet. Oh, der kostet 2000 Gold. Ah, die hab ich nicht.
Ah, ich hätte mir aber noch ein paar Samen bei dir kaufen können. Warte mal, warte mal, warte mal. Kartoffelsamen 6 Tage. Die brauchen 4 Tage nur. Pastinaken. Ah, mit denen komme ich eigentlich ganz gut zurecht erstmal, ne? Ich kaufe mal noch 10 Stück von denen. Ich kaufe mal noch 10 Stück, dann gehen wir auf jeden Fall nochmal zur Bibliothek, spenden ein bisschen was. Wir könnten natürlich auch das eine oder andere erstmal aufbrechen. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Geode auch spenden kann. Wir müssen mal reinschauen. Hallo Gunther. So, ich möchte ein bisschen was spenden. Also ein Topaz auf jeden Fall. Das möchte ich spenden. Geoden kann ich nicht spenden. Okay. Aber Geoden kann ich ja bei dir hier aufbrechen. Mal sehen, was wir da rausbekommen. So, du warst ja heute schon mal bei mir, ne? 3 Kohle. 3 Kupfer. Oh, das können wir auf jeden Fall spenden, denke ich mal. Und Steine. Ja. Gut, dann gehen wir nochmal ganz schnell zum Museum, spenden schnell was. Und zum Zauberer müssten wir eigentlich auch noch. Oh, neue Belohnung erhalten. Wunderbar. Belohnung abholen. Und wir haben Blumenkohlsamen bekommen. Sehr schön, 9 Stück. Na, das ist doch erstmal was ganz Feines. Müssen wir doch nochmal zu unserem Hof gehen, dann werde ich nämlich die Samen sogar los. Und dann können wir uns auf den Weg zur Abenteuergilde machen. Wir haben halt so viele Aufträge noch hier. Und ich brauche unbedingt diesen Schmelzofen, damit ich Kupferbahn machen kann. Und mit 5 Kupferbahnen können wir uns nämlich endlich auch ein Silo kaufen. Hier müssten wir auch ab und zu mal schauen. Ich glaube, was Neues haben wir eigentlich nicht bekommen, oder? So ein Wildsaat, so eine Pflastersteine, da könnte ich einen kleinen Weg machen vielleicht. So, erstmal auf jeden Fall passt die Naken noch hier hin. So. Die sind erstmal alle drin und dann habe ich hier natürlich noch ein bisschen Blumenkohl. 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehr gut. Weg, 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 weg. Dies kann ich nehmen mit. Natürlich wird das mit dem Bewässern hier langsam ganz schön viel. Ich hoffe mal, wir bekommen bald Sprinkleranlagen. Ich hoffe, wir bekommen bald mal Sprinkleranlagen. So, ich glaube, dich habe ich gegossen. Jetzt kann ich das hier zurückpacken und dann können wir auch ab in die Abenteuergilde gehen. Wir gehen hier oben mal lang. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen Rettich. Es ist zwar 12.40 Uhr, aber vielleicht erreichen wir ja Stufe 5 heute in der Mine. Ich habe zumindest Platz. Schade, dass ich die Aufgabe mit dem Rettich nicht abgeben konnte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das ist so entspannt, das Spiel, das ist so schön und ich habe das damals wirklich so gerne gespielt. Aber hier gibt es halt auch so viele Sachen neu. Da habe ich halt überhaupt keine Ahnung davon. Und das werden wir hoffentlich alles zusammen rausfinden. Abenteuergilde nur für bewährte Abenteurer. Achso, ich muss wahrscheinlich dann doch erst die fünfte Stufe erreichen. Ich habe aber auch nicht mehr so viel Energie. Das ist natürlich auch nicht so toll. Das ist natürlich auch nicht so gut.
Ah, da war so eine komische Fliege. Oh, sehr gut. Oh, ein paar alte Möhren habe ich gefunden. Die bringen auf jeden Fall Energie ein bisschen. Sehr schön. Und da habe ich sogar einen Topaz gefunden. Vielleicht gibt es hier oben ja sogar noch eine Höhlenkarotte, jawohl. Und so ein bisschen Schleim kann ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. So, sehr gut. Oh, du tropfst sogar gleich immer die Decke, die Leiter, meine ich. Dann können wir auf jeden Fall ja gleich weiter nach unten gehen. Und da ist Stufe 5. Hofbuch aktualisiert. Erreiche Ebene 40 in der Mine. Na, großartig. Das wird natürlich schon ein bisschen schwieriger. Drüben ist auch so ein Schleimi. Oh Gott. Sehr schön. Schnell mal hier nach unten gehen. Oh Gott, hier sind ja noch mehr. Ich habe einen Schleimball bekommen oder sowas. Und ein bisschen Kupfer, sehr gut. Wunderbar. So, ein Stein. Ah, ist schon wieder so eine... Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, was habe ich jetzt bekommen? Eine Bombe, ne? Oh, gut. Sehr schön. Einmal weiter nach unten. Und da geht's gleich weiter nach unten. Vielleicht sollte ich auch erstmal die Monster töten. Bringen wahrscheinlich, die tropfen wahrscheinlich immer eher die. Wenn ich die alle tot mache, kriege ich bestimmt auch die, die Leiter. Und den Schleimball. Und da ist wieder eine Geode. Und mehr Schleimis. Wow, verschleimt, verschleimt, verschleimt. Der ist echt böse gewesen, der Schleim. Okay, ich müsste aber auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen was an Kupfer auf jeden Fall, damit ich so einen Ofen machen kann. Ich habe auch nicht mehr so viel Energie jetzt. Okay, ich bin gleich erschöpft. Oh, das da hinten kann ich nicht mitnehmen. Mist. Brauche ich die Schleimbälle für irgendwas? Die gibt es eigentlich. Ein Erdkristall, den kann ich Gunther geben. Gut, dann gehe ich nämlich jetzt zurück. Und verlasse die Mine. So, schwuppdiwupp. Zur Abenteuergilde, denke ich mal, kann ich nicht mehr gehen.
Ich müsste eigentlich ins Bett, oder? Hallo Abigail. Hallo Abigail. Ja, ich muss das auf jeden Fall erstmal alles zurückbringen und vor allen Dingen auch die 20 Kupfer, die ich hier bekommen habe. Ja, vielleicht wird das heute. Wir haben ja gestern die Folge, die war ja ein bisschen länger, oder die letzte Folge. Dann wird die Folge heute halt ein bisschen kürzer. Man will ja immer viel zeigen, aber. Achso, ich kann ja eh nichts mitnehmen, ne? Warte mal, den Topaz, was kann ich denn damit machen? Gibt 80 immerhin. So, warte mal, dann packe ich das alles mal hier rein. Ich habe 31 Kupfer. Was brauche ich denn für so einen Schmelz um 20? Oh, da kann ich den natürlich. Kann ich den natürlich machen. 25 Stein. So, jetzt kann ich auf jeden Fall einen Schmelzofen machen. Sehr gut. Dann brauche ich, glaube ich, den werde ich auch erstmal vielleicht hier daneben stellen. Und. Ja, noch einen kann ich mir sowieso nicht leisten. Mal, was ist denn das für organisieren? Also die Kanne nehme ich auf jeden Fall gleich mal. Das ist auf jeden Fall was für Gunther. Das kann der Schmied, da kann ich aber vielleicht erstmal ein bisschen sammeln. Ich könnte natürlich auch hier das komische Fleisch verkaufen. Das bringt ja immerhin was. Und den Topaz könnte ich auch verkaufen. Aber vielleicht brauche ich den halt später noch. Ja, muss ich mal sehen. Kriege ich wenigstens ein bisschen Geld. Morgen muss ich wieder gießen und dann hoffe ich doch, dass wir weiterhin hier in diesem wunderschönen Spiel unseren Spaß haben. Oh ne, ich darf nichts mehr machen. Ich habe ja. Oh, ich habe gar keine Energie mehr. Nicht, dass ich umkippe. Aber ich sehe gerade, dass mein Kupferbahn fertig ist. Wunderbar. Ein Kupferbahn und ich brauche 5, glaube ich, für das Silo. Wir brauchen 2000 für den neuen Rucksack. Na gut, ist auf jeden Fall spät genug. Meine Miet schläft hier. Ja, dich habe ich schon geknuddelt, ne? Gut, dann gehen wir jetzt ins Bettchen. Der 6. Tag ist vorbei. Wir gucken mal ganz kurz. Meerrettich gibt 50. Das Fleisch gibt 8, okay, und der Topaz gibt 80. Da haben wir 178 bekommen. Das ist jetzt nicht so die Welt, aber ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da, dann geht's weiter mit Stardew Valley. Bis dann, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.